Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim großen Preis von den Niederlanden in Zandvoort bei Verstappens Heimrennen, der ja nicht mehr in der Formel 1 ist. Also mir ist für ihn egal. Aber ich freue mich, da wieder zurück zu sein. Ich glaube, wir sind in der letzten Saison, das wollte ich jetzt nicht, nicht dort gefahren, auf dieser Strecke. Wir können mal nachgucken. Wir können hier nachgucken. Ah, doch, sind wir? Okay, dann ist da doch gar keiner. Hier, gut, in der ersten Saison waren wir nicht dabei. Aber hier in der zweiten waren wir sogar. Okay, das habe ich nicht mehr gewusst. Da haben wir sogar ein Podium eingefahren. Ja, keine Ahnung, was da mehr war irgendwie. Aber kann sein, dass wir da ein Podium hatten. Ich weiß es nicht mehr. Und damit ja. Ja, der Red Bull, der ist zu gut. In Belgien haben wir mit Norris, wir und Norris eine komplette Dominanz gehabt. Von nicht mal Pol und 1 gestartet, also ja. Zandvoort wird bestimmt auch gut, aber man weiß nicht. Vielleicht können die ja mal was dagegen machen. Wir haben wieder über 3000 Ressourcenpunkte, was zur Hölle. Obwohl, ah nee, ich wollte ja mal lieber sicherheitshalber lieber ein bisschen ansparen. Nur zum Sicherheit. Und sind eher, sind drei, jetzt von den 3 Tagen, können wir hier jetzt direkt machen, überspringen, Nachrichten haben wir nichts. Ich warte immer noch auf vielleicht mögliche Rücktrittserklärungen. Und dann. Oh, das Rennen soll regnen. Auch das Qualifying soll regnen. Aber im Qualifying wohl nur so stellenweise. Im Rennen soll es komplett regnen. Puh, da bin ich mal gespannt, wie es da sein wird. Ja, die machen wir die hier. Ach, was war's? Wir tun einfach mal ein bisschen hier anspornen. Obwohl, ja, ich habe es einmal gemacht. Mit den Ressourcenpunkten, aber machen wir die halt mal ein bisschen zumindest. Nur das erste Training. Um ein bisschen was zu sammeln. Aber ist klar, dass es nicht geht. Aber das klappt dann immerhin. Ja, aber 5 Sachen sogar geschafft und das war's mit dem Training. Mit den Trainings. Okay. Dann kommt mal das Bild wieder, bitte. Gut. Die Komponenten schauen wir uns nochmal kurz an. Ob die, ja, die sehen gut aus. Die sind. Ja, ich glaube, die haben wir sogar erst in Belgien. Ja, stimmt, die haben wir in Belgien erst neu gemacht. Glaube ich, ja, kann sein. Da haben wir unten mal die Strafe noch hingenommen mit dem Energiespeicher. Okay, gehen wir zum Qualifying. Nose hat sogar mehr, noch mehr Ressourcenpunkte gesammelt. Wow. Okay, es fängt nicht an zu regnen. Der Regen wird kommen. Ja, und in Q1 soll er kommen. Wir gehen aber trotzdem direkt mal auf die Strecke. Boah, jetzt bin ich direkt hinter Norris. Also ich mag eigentlich die Strecke. Im letzten Spiel habe ich die überhaupt gehasst auch, genauso wie Japan. Aber mittlerweile mag ich die Strecke echt gern. Ja gut. Das war aber natürlich nichts gerade in dieser Kurve. Was macht Norris da bitte schön? Der fährt auch richtig langsam. Gefühlt. Ja, meine Rote, ach du Heilige. Ja, meine kann man oh, voll in die Tonne glauben, macht meine Güte. Ja, ich treffe keine Schikane. Ja, also mit der werde ich doch nicht weiter sein.
Ich sollte aber lieber nochmal eine Runde dranhängen gleich. Vor allem, weil der Regen scheint nicht mehr so weit weg zu sein. Die Wolken sind schon da. Wenn ich jetzt in die Box fahre und der Regen kommt. Ich sag einfach mal, ich werde langsam aus Albern sein. Oder? Ah, nee, nicht ganz, aber ich bin von nur 16 weg von Norris. Na gut, eigentlich ganz gut, oder? Eigentlich schon ganz gut, wie ich finde. Aber ich krieg das irgendwie trotzdem hin. Nein! Oh, nein! Okay. Ja, nee. Muss ich mir jetzt nicht geben. Ach du meine Güte. Kein guter Auftakt, sagen wir es mal so. Wenn wir hören, wie weit ich. Okay, der Regen soll aber jetzt noch nicht kommen. Aber trotz. Also gut, im letzten Sektor bin ich lila. Okay, der war auf jeden Fall der beste von dem ganzen Quark, den ich da vorher zusammengefahren bin. Ja gut, über eine Sekunde halt langsamer im zweiten Sektor. Was ja klar ist, da kann ich auf jeden Fall mindestens nur 8 Zehntel finden, sage ich einfach mal. Aber im ersten bin ich wirklich auch lila. Und das mit so einem Sektor 1. Okay, ich war sogar nicht so dramatisch, wie es aussah im ersten Sektor. Ich bin da nur ein bisschen weit die Linie gefahren. Aber ob das viel Zeit gekostet hat, weiß ich es auch nicht. Vielleicht hat sie mir sogar was gebracht. Naja, nee, gebracht nicht, aber ich konnte halt früher Gas geben dafür. Und habe viel später gebremst als normal. Da habe ich halt auch schon was gut gemacht. Halt verloren bei dem weiten Rausfahren, aber dafür konnte ich früher Gas geben. Kann schon sein, dass es nicht so wirklich. Es waren Fehler, aber dass es jetzt kein Fehler war, der Zeit gekostet hat, so direkt. Aber gut, ob ich mit der Runde weiter bin. Ich glaube nicht. Obwohl. Ja, nee, eine halbe Sekunde. Ich würde nochmal rausfahren, damit die brauchten Reifen. Obwohl, wenn es eh regnen soll, dann kann man sie eigentlich nur mit frischen einfach nochmal angehen. Ja, komm, gehen wir einfach mit frischen nochmal raus. Weil wenn es wirklich regnen soll im Rennen, und zwar das ganze Rennen eventuell sogar noch, dann brauchen wir auf jeden Fall eine gute Startposition. Weil im Zahnfeld kann man ihn nicht so gut überholen und dann noch im Regen, wenn erst noch das DS aktiviert, deaktiviert ist, das würde kein Spaß werden. Erstmal hier ein bisschen Abstand lassen zu Ricardo. Nein! Ich krieg hier keine vernünftige Runde hin. Aber gut. Das kann auch schon reichen, aber ich will lieber nochmal Sicherheitsarbeit gehen. Ja, ach du meine, wie 3 Zehntel von der 8, du Heiligen. Was ist denn das hier für ein Auftrag bisher? Ich krieg hier gar nicht auf die Reihe gerade. Ja, was ist das? Was ist das? Miese Kurve, Alter. Ja, toll, das war. Aber ich könnte sogar noch eine Runde schaffen. Das ist ja Wahnsinn, aber irgendwie, ich weiß nicht. Bin heute irgendwie nicht in Topform. So wie in Belgien, wo wir. Oder wie die ganze Saison. Gerade in Qualifying kennt man es ja, dass ich da immer noch mal in der letzten Wand vor allem eine mega Runde rausgehauen habe. Aber bisher gelingt mir nicht mal eine mega Runde im ersten Qualifier. Aber gut, eine Runde habe ich noch, eventuell. Ja, definitiv, aber ob die jetzt schneller wird, weiß ich nicht. Dann vielleicht lieber zumindest ein bisschen weniger Gas. Ja, jetzt bin ich mal viel besser dabei. Nicht mehr im Minusbereich schon mal hier.
Aber ja. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Aber diesmal hier immerhin kein Fehler. Aber das macht nur eine halbe Sekunde aus. Na gut, es wird eine halbe Sekunde Verbesserung. Und die könnte ich wirklich gut brauchen. Oh, 17. Verbesserung sogar noch. Ja, 15. Aber ich glaube, ich bin 15. Ja, 15. Ja, aber es war trotzdem auch keine gute Runde. Aber immerhin mal 13. Verbesserung. Aber eine gute Runde war das immer noch nicht. Aber gut, Platz 11. Hauptsache weiter. Ich hätte die Runde nicht mal gebraucht auf Platz 15, aber lieber sicher. Also es war knapp. Es war nur Platz 15 am Ende. Also ich denke, es war schon gut, nochmal rausgefahren zu sein, aber... Ja, trotzdem. Ja, 7/10. Also mir, ich würde sagen, die 7/10 kann ich auf jeden Fall finden. Wenn ich mal alles hinbekomme. Albon, aber oh, Albon, mir. Ja, der Albon, der beeindruckt mich immer wieder. Gasly genauso. Die zerstören ihre jeweiligen Teamkollegen. Mein Gasly war nur eine halbe Sekunde hinter Norris im besten Auto. Mit diesem schlechten Alpha Tauri. Okay, war es das Regnen? Immer noch nicht. Okay, come on. Ich fahre jetzt mit den frischen Reifen raus. Und jetzt mal gleich die erste Runde. Bitte passe. Vor allem, weil die keine Q1-Runde wirklich gepasst hat. Und das hat man gemerkt. 7/10 hinter dem ersten. Hinter einem Teamkollegen noch. Normalerweise bin ich immer der, der schneller ist als Norris. Nicht viel, oder oft nicht viel. Wenn es mal viel ist, dann auch schon auf dem zweiten viel ist, dann ist das eine Wunderrunde von mir, aber ja, andersrum war das bisher eigentlich noch nie so groß. Aber wenn ich mir sowas nicht mal erlauben könnte, halt mal vielleicht auch Wochenende, das ist klar. Aber im besten Fall will man halt immer abliefern. Man sollte sich nie ausruhen in den WM-Kampf. Man weiß ja nie, was noch passiert. Auch wenn der Vorsprung definitiv mehr als nur komfortabel ist, das ist klar. Ah ja, okay. Mann, es war so eine gute Runde wirklich bis dahin. Das war wirklich bisher perfekt. Im ersten Sektor vor allem und auch bis dahin. Mann, das Auto ist aber heute echt ein wildes Tier. Ja, ich versuche mal nur eine Runde ranzuhängen einfach, vielleicht klappt's ja. Und der letzte Sektor war auch sehr gut. Nur der Mittelsektor weiß, kommt für die Cuts. Ja, es wird am Ende eine 1. Oh, 12-0. Mit so einer Runde. Wow. Wirklich wow. Was das angeht. Ah, nein, nein, nicht ausfallen. Ah, ja, gut, das war jetzt nicht das Auto, das war meine Folge. Da wollte ich jetzt wirklich zu viel. Da wollte ich gefühlt erstens mit Vollgas da durch und dann noch viel zu früh eingelenkt, sodass ich auf den Körper gekommen bin, der mich natürlich nach außen dreht. Das war jetzt meine Schuld, aber das mit dem Körper, das ist keine Ahnung, was wieder passiert ist. Ja, nur Platz 7, aber oh, weia, es könnte sogar wirklich vielleicht sogar zum ersten Mal in dieser Saison, ich glaube das erste Mal, wenn überhaupt, in dieser Saison für Red Bull nicht in Q3 kommen. Habe ich keinen frischen Satz Soft mehr. Und bin jetzt schon nun, na gut, Norris, obwohl, wow. Vier, was? Das ist so weit weg im Mittelsektor, okay. Das heißt, im ersten und letzten Sektor mache ich dann doch viel richtig, aber im Mittelsektor kriege ich es einfach nicht auf die Beine. Ja, das, ja, ich bin sogar wirklich gerade raus, ach du meine Güte. Aber die Abstände, Alter. Die Abstände. Gasly ist Dritter. Was? Wollt ihr mich eigentlich, dass nur 2/10 weg von den Ferraris? In mit schlechtesten Auto? Ey, was?
Was ist das hier? Albon ist fast in Q2. In Q3. Und dann bin ich dann noch da hinten, der eigentlich ganz gut war. Ich kann, ich muss es abliefern. Ich darf jetzt nicht nochmal so eine Katastrophenrunde hin. Aber hoffentlich regnet es nicht gleich direkt wieder. Ich muss. Ich fahre jetzt raus und. Ach komm. Mit diesen Reifen. Tja, mal sehen, ob die noch was bringen. Ja, die können was bringen eigentlich, weil im Mittelfeld habe ich so viel Zeit verloren. Dann müssen die nicht mal. Eigentlich habe ich es in der eigenen Hand, ob ich weiterkomme oder nicht. Der erste und letzte Sektor müssen ganz optimal sein. Also die dürfen jetzt auch nicht grauenhaft sein, das ist klar. Aber sie müssen jetzt auch nicht überragend sein, dass ich mich da auch verbessere unbedingt. Weil im Mittelsektor habe ich so viel verloren. Nur mal einmal perfekt nehmen. Und schon kann das eine halbe Sekunde finden eventuell. Und das wäre schon wahrscheinlich Platz 1 sogar. Also unfassbar. Also wenn ich jetzt das nicht hinbekomme, dann ist es meine eigene Schuld, meine eigene Dummheit, wie auch immer. Obwohl das schon dann ganz schön deutlich viel langsamer war, aber gut. Es war sauber. Das ist Fakt. Rechne mit etwas Regen, ungefähr 10 bis 15 Minuten. 10 bis 15 Minuten noch, ja. 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 Geht doch. Jetzt nur noch auf die Beine zu bringen. Boah, eine Sekunde, boah, wie viel man da finden kann, einfach mal. Ja gut, 19, aber trotzdem. Das ist echt krass. Ja, also jetzt, ich habe ja gesagt, ich habe es in eigener Hand. Einmal perfekt nehmen. Ah, hier nochmal, ja gut, noch ein bisschen Durchdrehen gehabt, aber ist ja egal. Das wird locker reichen. Es könnte sogar, es wird für die Pro 1 reichen. Ja, einmal perfekt, relativ und schon zack. Kommt mal von ein Ausschalten in Q2 auf Platz 1. Gassi davon, das kann man sich auch niemandem erzählen irgendwie. Ja, unglaublich. Also das reicht locker. Also wie, es reicht es nicht. Ich meine, das waren 7 Zehntel Verbesserung. Ja, Mann. Das war aber schon eigentlich eine gute Runde. Aber am Ende war es nicht mal Platz 1 sogar, ja? Aber trotzdem Platz 3. Ja, und Gasly, was soll man dazu sagen? Der hat einen Mercedes geschlagen. Der ist nicht mal 3 Zehntel weg vom ersten, von dem deutlich überlegenen Red Bull. Und Tsunoda, ja, 6 Zehntel langsamer. Ungefähr. Das spricht dann auch Bände. Ich würde mal sagen, Gasly ist heiß auf ein Top-Cockpit. Weshalb er so gut abliefert jetzt. Der will unbedingt weg von AlphaTauri und in dem besten Auto sitzen. Darum zeigt er, was er kann. So, der Regen, okay. Mit frischen Reifen schnell raus. Der Regen soll kommen. Und das heißt, wir werden vielleicht nur eine Runde eventuell bekommen jetzt. Und die muss passen. Wenn ich mir jetzt nochmal so einen riesen Fehler auch erlaube, dann kann ich. Ja, Abschied nehmen von. Ja, keine Ahnung. Also ich. Ob für die Pole reicht, mal sehen, aber auf jeden Fall muss es eine gute Runde werden. Und der Ferrari, der jetzt rausfährt, der könnte ein bisschen Problem bekommen. Es wird sehr dunkel jetzt. Wir sind fast eine der ersten, die jetzt ihre Runde beginnen. Abgesehen von dem Alpinen. Aber ich glaube, und der andere Alpine eventuell. Aber ich glaube, der Rest sollte hinter uns erst ihre Runde beginnen. Sauber und schnell. Ah. Nein, nein, nein. Oh ja. Meine Angstkurve, meine Angststelle in diesem Wochenende, an diesem Wochenende. Oh ja, sehr gut. 1.11.3 von Leclerc.
nebenbei mal. Sogar Lieder im Mittelsektor jetzt. Das habe ich mir gerade gemerkt. Wow. Oh ja. Eine 10-6. Wenn ich alles hinbekomme, dann kann ich eine 10-6 schaffen. Was? Eine halbe 7, 10 jetzt schneller als Leclerc. Aber gut, Norris kommt noch. Na, da bin ich mal gespannt, was der hinbringt. Der McLaren kommt als erstes. Der ist sogar Zweiter. Sogar vor Leclerc. So war es Leclerc-Runde auch nicht so mega. Mein 17. ist hinter mir jetzt auf einmal. Das ist von echt seltsam. Aber es war echt eine mega Runde. Die beste des Wochenends wirklich. Jetzt, wenn es wieder drauf ankommt, auch Norris ist hinter mir. Wenn es drauf ankommt, lief es einfach ab. Das muss man ganz klar so sagen. Jetzt kommt noch der Ferrari, der letzte. Der noch wahrscheinlich über die Linie erstmal kommen soll. Ah, nee. Oh, okay, der ist schon. Okay, nee, wir haben schon alle ihre Zeit. Oh, da sind wir wirklich auf Pol jetzt aktuell. Boah, Alter. Immer im entscheidenden Run. Und der Regen soll kommen. Boah, der war sogar lila im ersten und im zweiten Sektor. Aber im letzten. Da habe ich wohl irgendwie was besser gemacht als er. Boah, geil. Und im letzten, im Mittelsektor auf einmal. Auf einmal bin ich von über einer Sekunde Rückstand im Mittelsektor bis auf wenige Tausendstel dran am schnellsten Norris. Wenn es drauf ankommt, lief es einfach ab. Das muss man ganz klar so sagen. Gasly hat irgendwie was nicht so hinbekommen gerade, aber 10, da ist er trotzdem nicht schlecht. Ja, es regnet schon. Müssen wir nochmal rausfahren. Ja, es regnet schon. Es regnet schon. Das war's. Ja, das ist die Pole. Wahnsinn. Oh. Die ganzen Sessions lief kacke über. Keine Runde wirklich perfekt. Und in der letzten übrigen, wegen dem Regen jetzt auch. Da zeige ich einfach, was ich wieder kann. Im Qualifying. Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Der Witzbold, Norris und Carlos Sainz. Damit ist das Qualifying rum, aber keine Sorge, wir sind morgen zurück mit dem eigentlichen Grand Prix. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich das wieder geschafft habe, gefunden habe. Das ist einfach unglaublich. Mal überlegen, meine Q2-Runde, meine erste, die war bei einer 1.12.0. Meine Q2-Runde, die erste Q2-Runde. Also gut, da habe ich mich nochmal um 7 Zehntel verbessert. Oder so. Und dann war es, glaube ich, so ungefähr eine 1.11.3 auch. Also so, was jetzt hier halt Ricardo hinbekommen hat zum Beispiel. Oder Leclerc oder so ähnlich. Und jetzt eine 1.10.6. Das ist einfach, ja, keine Ahnung, wo ich das wieder hinbekommen habe. Aber die Runde, ich glaube, viel mehr wäre auch nicht drin gewesen für mich. Da war eigentlich kein wirklicher Fehler dabei. Gar keiner. Sauber. Früh am Gas immer. Nicht zu früh, aber früh. Ja, keine Ahnung, wo das wieder herkam, aber wenn es drauf ankommt, dann zeige ich, was ich auf jeden Fall vor allem im Qualifying immer kann. Aber das Rennen steht noch an. Im Regen. Aber gut, bis es soweit ist, bis zum Rennen, war es erstmal. Wir sehen uns dann wieder beim Rennen um 16 Uhr halt. Und ja, ciao.